Leute, ich bin's, euer Juju Vogel. Und ja, diesmal bin ich wirklich Julian Vogel. Und nicht Louis, der sich einfach an meinen PC gesetzt hat, um das hier zu spielen. Das habe ich nämlich mitbekommen. Und jetzt möchte ich diese Obby einfach mal selber weiterspielen. Ich meine, das ist zwar mein Account, aber Louis sollte trotzdem nicht unbedingt erfahren, dass ich hier einfach weitergespielt habe. Schließlich hat er die ersten 115 Stufen hier erreicht. Aber naja, es ist trotzdem mein Spiel, also mache ich hier jetzt einfach weiter. So, mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ich gehe jetzt einfach mal diese Treppe hier hoch. Ich habe mir natürlich die letzten beiden Videos von ihm auch angeguckt. Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, dass er hier überhaupt das Spiel weiter, dieses Spiel hier gespielt hat. Dieser Obby. Das heißt, ich weiß jetzt schon so ungefähr, was in dieser Obby überhaupt so passiert. Und dass es bisher eigentlich auch relativ einfach war. So, dann springen wir über diese komischen Blumen drüber. Und jetzt sind wir hier, was auch immer das ist. Könnte ein bisschen ein Lavastrom sein, aber dafür leuchtet es eigentlich auch zu wenig. Was ich auf jeden Fall über diese Obby weiß, ist erstens, es gibt super viele Checkpoints. Bin gefallen. Und zweitens, dass hier super viele Dinge ein bisschen wie Essen aussieht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir super hungrig sind, aber das hier erinnert mich irgendwie an Käse. Keine Ahnung, aber ich liebe Käse. Ah, das sind wieder so blaue Stangen. Die sehen so ähnlich aus wie der Himmel. Aber da kommt man auf jeden Fall trotzdem drüber. Ich habe gute Augen und deswegen klappt das. Bin ich etwas zu früh losgegangen. Ich wollte eigentlich hier rüberspringen. So, geschafft. Das ging ja gerade nochmal gut. Oh, wow, das war ja gerade einfach wie ein Fließband. Das ging ganz schön schnell. Und hier schon wieder blaue Plattformen. Aber wenn man genau hinsieht, dann sieht man die auch. So, hier ein bisschen an den Wänden entlang. Schaffen wir es heute wohl bis Stufe 200? Was meint ihr? Ich werde es auf jeden Fall probieren. Man kommt hier ja ganz schön schnell lang. Wow, das war mir sogar zu schnell. Aber ich meine, generell kommt man relativ schnell von Stufe zu Stufe. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es bis 200 schaffen. Lass uns das doch einfach als Ziel für heute setzen. Das haben wir geschafft und jetzt bin ich dagegen gegangen. Ich bin schließlich auch wirklich Julian Vogel und nicht Louis, der nur so tut, als wäre ich. Julian, oh Mann, ein ganz schön komplizierter Gedanke. Auf jeden Fall heißt das, ich schaffe mehr, als Louis immer bisher geschafft hat. Ich bin schließlich der allerbeste Roblox-Spieler der ganzen Welt, hahaha. Etwas, was tatsächlich sehr seltsam an dieser Obby ist, dass ich gar keine Haare habe. Ich weiß nicht, warum meine Frisur hier irgendwie nicht mit integriert wird. Ich habe schon versucht, das Spiel neu zu starten, aber meine Frisur ist einfach immer weg. Das Gute ist, Haare sind nicht wichtig, um besonders gut in einer Obby zu sein. Das macht einfach nur super lange Erfahrung. Je öfter man etwas macht, desto besser wird man auch. Deswegen sind wir jetzt auch schon in Stufe 134 und gleich sogar 135. Aber mal im Ernst, ich finde es Wahnsinn, wie viele Stufen diese Obby hat. Wie lange hat das wohl gedauert, das hier alles aufzubauen? Ich meine, das sind jetzt gerade mal 21% der gesamten Obby und das ist jetzt schon die dritte Folge, die wir hier spielen. Sie ist echt unfassbar lang. Das ist verschwunden, aber zum Glück gerade in dem Moment, wo ich da lang gelaufen bin. Beim Grünen hat es nicht so gut funktioniert wie beim Rosanen. Oh Mann, ich weiß doch gar nicht, wann die verschwinden und wann sie wiederkommen. Aber glücklicherweise habe ich es trotzdem geschafft. Okay. Hier tauchen auch einfach so wieder irgendwelche Dinge auf. Und verschwinden wieder und, okay. Oh Mann, man weiß oft einfach nicht vorher, darf man diese Dinger hier berühren oder nicht. Oder muss man auf die, die Platte oder nicht.
Also ganz oft ist es einfach nur ausprobieren. Probieren geht über studieren, das sagt Mama auch immer. Okay, das ist wahrscheinlich wieder so eine Wähle nicht die falsche Farbe. Okay, zweimal gelb. Ja, vielleicht ist auch nicht wieder nicht die falsche Farbe. Ich habe auf jeden Fall einfach nur gelb genommen. Hier geht's auch relativ einfach drüber und wieder zur nächsten Stufe geschafft. Ups, da bin ich einfach so daneben gesprungen. Das war natürlich jetzt nicht so ideal. Ich frage mich, ob das hier wohl schon mal jemand geschafft hat, quasi ohne Checkpoints. Also immer die richtigen Entscheidungen direkt getroffen hat und hier einfach in 1 durchgelaufen ist, ohne zwischendurch wieder zum Checkpoint zurück zu müssen. Das wäre echt ganz schön krass von der Person. Weil, auch wenn die Stufen generell nicht so weit auseinander sind und relativ einfach, manchmal weiß man halt vorher gar nicht unbedingt, was jetzt das Richtige ist, was man tun soll. Ich glaube, da ist auch dann ganz schön viel Glück dabei gewesen, wenn es so jemanden gibt, der das mal geschafft hat. Wo muss ich denn jetzt lang einfach hochspringen? Ach so, da geht's weiter. Oh Mann, das habe ich gar nicht direkt gesehen. Ups, jetzt geht's ja immer weiter runter. Das will ich überhaupt nicht. Ich will doch hier hoch. Und auch jetzt noch... Na, hat nicht geklappt. Oh Mist. Oh, ich falle hier einfach immer wieder runter. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Geht doch. Und auch hierhin. Ach, wie oft muss ich denn noch hier hochrennen? Und hochspringen? Ich will langsam mal zum nächsten Checkpoint. Okay, jetzt kletter ich. Und jetzt muss ich hier auch noch durch. Ich hoffe, ich habe gleich den nächsten Checkpoint erreicht. Oh ja, habe ich geschafft. Zum Glück, wenn ich das alles nochmal hätte machen müssen, das wird ja ewig dauern. Dann würde ich es heute vielleicht nicht zu Stufe 200 schaffen. Aber ich glaube, im Moment sind wir noch auf einem ganz guten Weg dazu. So, das ist jetzt aber wieder nicht die falsche Farbe. Das glaube ich wirklich. Ich versuche mal mit Blau und das war auf jeden Fall richtig. Und hier Gelb? Nope. Gut. Das war aber der Beweis, es ist definitiv wieder nicht die falsche Farbe. Und die falsche Farbe ist gelb. Vielleicht orange. Wie meine, eigentlich meine Haare. Wenn ich denn jetzt hier welche hätte. Das hier vielleicht, ja, das war diesmal die richtige Entscheidung. Ah, und diese Kombination aus gelb und orange. Und guck, das meine ich. Ich wusste schon wieder nicht, wo ich drauf muss. Diesmal muss ich auf die Blöcke drauf. Diese Kombination erinnert mich schon wieder total an Käse. Ich liebe Käse. Oh, wow, okay. Diesmal darf ich wieder nicht auf die Blöcke, sondern muss anscheinend am Rand vorbeilaufen. Und Checkpoint. Das hier sieht aus wie ein bisschen wie ein Xylophon irgendwie. Upsi. Da bin ich wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen. Okay, diese Lücken sind irgendwie komisch. Oh nein, schon wieder nicht geschafft. Aber Leute, guck mal, ich habe schon 25%. Das ist ein Viertel der gesamten Obby. Oh Mann, das sind echt wahnsinnig viele Stages. Und yes, geschafft. Wie geht es hier weiter? Nur auf das Rote wahrscheinlich. Ich gehe diesmal kein Risiko ein. Vielleicht hätte ich auch über das Schwarz rüberlaufen können, aber das weiß ich nicht. Hier auf jeden Fall da drüber springen. Und hier auf der Seite wieder runter. Und da sehe ich schon wieder den nächsten Checkpoint. Oh Mann, fast wäre ich auf diesen weißen Block drauf gesprungen. Da bin ich mir sehr sicher, das wäre auch wieder falsch gewesen. Und jetzt einfach durch die bunten Dreiecke durch. Oh Mann, dieser Weg ist, hier muss ich anscheinend einmal komplett lang. Und die Balken sind, auch ganz schön dünn. Das ist ein ganz schöner Balanceakt hier.
aber gleich habe ich auch das gemeistert. Yes, geschafft! Upsi, da bin ich wohl etwas daneben gesprungen. Oh, wow. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass man diese gesamte Obby hier komplett ohne Checkpoints machen müsste. Das wäre echt totaler Wahnsinn. Also Julian Vogel macht echt viel mit, aber ich glaube, das wäre mir auch eine zu hohe zu große Hausnummer. Okay, anscheinend darf ich diese Blöcke hier an der Seite nicht berühren. Okay. Ah ja, da ist auch der nächste Checkpoint. Geschafft. Es sieht ja aber auf jeden Fall mega cool aus. Also ich finde den ganzen Stil der Obby auf jeden Fall super cool. Das ist einfach richtig schön bunt. Aber es ist auch trotzdem nicht so krass, dadurch, dass halt dieser ganze Himmel da ist. Oh, okay, das war auf jeden Fall falsch. Das heißt grün. Ist es immer grün? Scheinbar. Ja. Oh, naja. Und dann habe ich es bei der nächsten Stage direkt wieder falsch gemacht. So, schon wieder ein paar Plattformen übersprungen. Hier drüber springen. Ah. Clever. Clever gemacht. Hätte gar nicht erwartet, dass ich hier einfach um die Ecke gehen müsste. Okay, dann hier wieder lang und wieder hochklettern. So kommt man langsam auch echt in die Höhe, aber oh wow, es sind immer noch so unglaublich viele Stages, die vor mir liegen. Muss ich jetzt hier lang? Oder hier? Ach nein, natürlich hier runter. So, dann gehe ich hier nochmal wieder lang. Und ich entscheide mich hier wieder für gelb. Ob das einen Unterschied macht, welche Farbe man genommen hätte? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich mit gelb einfach Glück. Vielleicht hätte ich auch alles davon machen können. Das werde ich wohl niemals herausfinden, hihi. Alles klar, ich glaube irgendwie auch nicht, dass ich hier einfach rüberlaufen dürfte. Deswegen gehe ich mal lieber direkt an diese Säulen an der Seite. Und der nächste Checkpoint ist erreicht. Hier einfach über diese riesigen Rollen drüber. Und hui, eine Rutsche! Und ab in den Checkpoint. Das war witzig. Jetzt habe ich aber schon wieder ganz schön an Höhe verloren. So schaffe ich es ja nie bis nach ganz oben. Oh, ich sehe gerade, die Blöcke verschwinden ja, wenn man drüber geht. Oh, zum Glück habe ich das erst so spät gemerkt. Das heißt, dass ich wohl ganz schön schnell unterwegs war. Sonst wäre ich da auch einfach runtergefallen. Das wäre natürlich nicht cool gewesen. Upsi, das war nicht der richtige Weg. Ich versuche mal über diese Seite und darüber und hier lang und da lang und auch das wieder geschafft. Jetzt gehen wir hier durch. Das ist wie diese Seerosenblätter, die man aus dem Teich kennt. Manchmal sitzen da auch Frösche drauf. Aber diesmal sind keine Frösche drüber gesprungen, sondern wir. Quark. Haha. Oh Mann. Ich sollte weniger über Frösche nachdenken und mich mehr auf das Spiel konzentrieren. Sonst schaffe ich es niemals bis zum Ende. Oh, und die hier sehen so ein bisschen aus wie Froschleich. Wo die Kaulquappen dann rauskommen. Ich denke gerade ganz schön viel über Frösche nach. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich finde Frösche eigentlich auch ziemlich interessant und cool. Es wird normalerweise zumindest nicht schaden, ein bisschen über Frösche nachzudenken. Das hier sieht auch aus wie ein Frosch. Naja, nicht wirklich. Julian, du hast echt komische Gedanken. So... Noch eine Stage geschafft.
Und jetzt hier über diese Pyramiden rüber. Oh Mann, die Person gerade hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Aber für uns ist das doch echt ein Klacks. Jetzt nochmal hier uns den Weg durchbahnen. Ups, ach Mist, kurz vorm Checkpoint habe ich es nicht weiter geschafft. Und schon wieder nicht, ach Manno! Jetzt gehen wir noch hier lang. Das ist ja aber auch alles ganz schön froschgrün, finde ich. Und jetzt sind wir bei Stage 200. Wenn ich hier noch rüber geschafft habe. Ups, jetzt bin ich auch, habt ihr es gesehen? Grün wie ein Frosch geworden. Ich springe auch die ganze Zeit wie ein Frosch. So, jetzt haben wir die 200 Stages geschafft. Und das sind 32% der gesamten Obby. Das heißt, wir haben hier echt noch einiges vor uns. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir schon so weit gekommen sind. Und an der Menge an Stages habe ich es auf jeden Fall besser geschafft als Louis in jedem Video bisher. Aber naja, ich will ja nicht angeben oder vielleicht doch ein bisschen schon. Sagt mir auf jeden Fall, wie ihr meine Performance heute fandet. Wenn ihr findet, dass ich es besser gemacht habe als Louis, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und abonniert auch gerne den Kanal und dann schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!